Willkommen zu meinem Videozyklus Normale, Parallele und Normalabstand. Ich bin Johanna. Vielleicht kennst du mich schon aus dem Intro-Video von diesem Videozyklus. In diesem Video zeige ich dir wichtige Kennzeichen und Eigenschaften von Parallelen und Normalen. Falls du diese Begriffe nicht kennst, sieh dir am besten das Intro-Video aus diesem Zyklus an, bevor du bei diesem Video weiterschaust. Außerdem wirst du in diesem Video auch den Normalabstand und einige seiner Eigenschaften kennenlernen. Richte dir für dieses Video bitte einen Zettel, einen Stift und dein Geodreieck her. Pausiere dazu das Video. Jetzt starten wir aber direkt los. Normale im Alltag sind zum Beispiel die Kanten von diesem Geschenk. Auf GeoGebra gezeichnete Normale sehen zum Beispiel so aus. Auf diesem Bild sieht man die Gerade F, das ist die blaue Gerade, und die schwarze Gerade G. Man kann also sagen, die Gerade F und die Gerade G stehen normal zueinander oder auch die Gerade G ist normal zur Gerade F. Das wichtigste Kennzeichen von Normalen ist der rechte Winkel. Er wird wie im Bild zu sehen mit einem Bogen und einem Punkt gekennzeichnet. Normale Linien haben auch immer einen Schnittpunkt. Die mathematische Schreibweise für zwei normale Linien sieht so aus. Man sagt, f ist normal zu g. Um bei zwei gegebenen Geraden zu prüfen, ob es normale sind, muss man das wichtigste Merkmal von Normalen überprüfen. Was war nochmal dieses wichtigste Merkmal? Genau, der rechte Winkel. Um den Winkel zu überprüfen, brauchen wir das Geodreieck. Dazu lege ich die 0 des Geodreiecks an den Schnittpunkt der Geraden an. Und zwar so, dass die Zeichenkante des Geodreiecks genau an einer der beiden Geraden anliegt. Nun betrachte ich die zweite Gerade. Damit die beiden Geraden im rechten Winkel stehen, muss die zweite Gerade exakt auf der mittleren Linie des Geodreiecks liegen. Wenn das, so wie hier, der Fall ist, sind es normale. Wenn die zweite Linie aber irgendwo anders als auf der Mittellinie ist, dann sind die beiden Geraden nicht normal. Jetzt sehen wir uns die Parallelen genauer an. Rechts siehst du den Zaun als Beispiel für Parallele im Alltag. Ein Beispiel von GeoGebra könnte so aussehen. Hier ist wieder die blaue Gerade die Gerade F und die schwarze die Gerade G. Es ist also die Gerade F parallel zur Gerade G und umgekehrt. Oder man kann auch sagen, die Geraden F und G sind parallel. In einer mathematischen Zeichnung kennzeichnet man zwei parallele Linien durch diese zwei kleinen Striche bei den beiden Geraden, wie du es in der Abbildung sehen kannst. Wichtige Kennzeichen paralleler Geraden sind, dass sie keinen Schnittpunkt haben. Sie haben immer denselben Abstand und berühren sich also nie. In der Mathematik wird das als f ist parallel zu g geschrieben. Auch die Parallelität von zwei Geraden kannst du mathematisch prüfen. Um sich zu vergewissern, dass zwei Gerade parallel sind, muss man prüfen, ob sich die beiden gegebenen Geraden auch wirklich nie schneiden. Es muss also geprüft werden, ob die beiden Geraden tatsächlich immer den gleichen Abstand zueinander haben. Dazu machen wir einen Ausflug zum Normalabstand. Wenn ich einen Abstand zwischen zwei Geraden messen möchte, könnte ich ihn so, so oder so messen und würde immer andere Ergebnisse erhalten. Darum ist es so wichtig, nicht irgendwie zu messen, sondern den Abstand der Normalen, den Normalabstand, zu messen. Die rote Linie zeigt dir hier in der Abbildung den Normalabstand an. Der Normalabstand ist der kürzestmögliche Abstand. Um den Normalabstand in der Praxis zu messen,
legst du die Nulllinie des Geodreiecks an einer der Geraden an und liest den Abstand einfach ab. Um also die Parallelität von zwei Geraden zu prüfen, wird an zwei verschiedenen Stellen der Geraden der Normalabstand überprüft. Ich messe einmal hier 5 cm und an einer anderen Stelle zwischen den Geraden wieder 5 cm. Ist dieser Abstand also so wie hier derselbe, so sind die beiden Geraden parallel zueinander. Jetzt wollen wir das Gelernte gleich anwenden. Sieh dich in deinem Zimmer um und suche dir je ein Beispiel für normale Linien und für parallele Linien. Verwende dann die gelernten mathematischen Methoden, um zu überprüfen, ob es sich dabei auch wirklich um normale und parallele Linien handelt. Pausiere dazu das Video. Hier zeige ich dir zwei Beispiele, die ich gefunden und überprüft habe. Die Kanten der Spielkarte sind tatsächlich normale Linien. Und die Kanten der Kaugummipackung haben wirklich an beiden Enden denselben Normalabstand und sind daher parallel zueinander. Genau diese Prüfkriterien verwendet man auch in der Fachmathematik. Als Abschluss des Videos noch eine Selbstüberprüfung zum Gelernten. Du siehst hier zwei Aufgaben. Handelt es sich dabei jeweils um Parallele? Warum oder warum nicht? Pausiere das Video kurz und notiere dir deine Antwort auf den Zettel. Nein, die Geraden in der ersten Abbildung sind nicht parallel zueinander. Denn der Normalabstand ist an zwei verschiedenen gemessenen Stellen unterschiedlich. Wenn man die Linien außerdem in Gedanken weiter verlängert, erkennt man, dass sich die Linien treffen und einen gemeinsamen Schnittpunkt haben. Auch das heißt, dass die Geraden nicht parallel sind. Richtig, auch bei der zweiten Frage ist die Antwort nein. Denn Gerade, die einen Schnittpunkt haben, sind sicherlich nicht parallel zueinander. Wie sieht es mit normalen aus? Spricht man hier von normalen Linien? Richtig, die erste Abbildung zeigt keine normalen Linien, denn der Winkel beträgt nicht 90 Grad und es gibt daher keine rechten Winkel. Genau, am zweiten Bild sehen wir die mathematische Schreibweise für normale. Die Gerade G und die Gerade H, die wir hier beide nicht sehen, stehen normal zueinander. Du hast vieles gelernt. Ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner anderen Videos wieder. Bis bald!